sorry Leute, da muss ich kurz mal was sagen. Ich höre hier jemanden, der schon wieder kommt mit dieser, es geht nicht. Also der sagt, solange das der Finanzsystem existiert, können wir nicht zu. Moment mal, natürlich kannst du was tun. Netzwerk, Gemeinschaften, Kooperative, das ist erweiterte Familie. Schaff deine Freunde zusammen, deine Familien zusammen und fängt an, einen Garten zu machen, fängt an, irgendwie dein Konsumverhalten zu verändern, nichts mehr die großen Kette kaufen. Einfach deine Söhne erkennen, Coca-Cola, junger Mann, nicht mit mir, mit keinem Cent dafür. Okay, kauf mal Apfelsaft von der Gegend. Das heißt, nein, nicht warten, dass der Finanzsystem kollabiert. Der Finanzsystem wird kollabieren, wenn wir nicht mehr deren Zeug konsumieren. Okay? Wir haben die Macht, diese Kette komplett kaputt zu machen. Darum geht es. Also, wenn ihr dann solche Argumente habt, wo ihr denkt, ja, aber das geht nicht, dann fragt die Stelle. Dann habe ich euch für euch ziemlich garantiert eine Antwort. Okay? Das habe ich auch gemeint. Dass ihr selbst gegen. Ihr müsst selbst da handeln. Und es ist eigentlich am Anfang ziemlich einfach, weil innerhalb der Familie, wenn ihr da, fragt ihr euch nicht eure Kinder für Geld, wenn ihr da Essen auf den Tisch stellt. Also einfach die Familie erwarten, drei Familien zusammen. Wenn ihr keine Familie habt, dann versucht euch einzugliedern in einen anderen Freundekreis. Irgendwie, wenn man das sucht, man findet es irgendwann. Auch wenn man ganz einsam ist und niemand hat, man findet es doch. Okay? Finde ich eine Gruppe. Und noch was ganz wichtig, dass ich was vergessen hätte. Dass ich dann wieder kam. Es gibt hier eine Adresse, ich glaube, das heißt frieden-sb@web.de. Diese E-Mail-Adresse, ich habe sie mir bemerkt und einmal gehört, also ihr kennt das auch. frieden-sb@web.de. Ihr schreibt an diese E-Mail-Adresse und gebt euren E-Mail-Adressen. Warum? Die wissen nicht, wie lange die Mannsware am Leben erhalten bleiben. Die wissen nicht, ob sie größer werden, kleiner werden, das weiß man erstmal nicht. Und trotzdem müssen sie Früchte getragen haben. Und damit sie Früchte getragen haben, dann kann man sagen, dass alle Leute, die hier sind, schon ein Forum. Wenn man ein Forum gründet, und ihr seid vielleicht hier 50 oder 60, ich weiß es nicht, ich bin nicht gut für sowas, dann habt ihr schon ein Forum gegründet. Ihr könnt mit diesem Forum anfangen. Vorschlag von mir müsst ihr nicht machen. Alle E-Mails sind gesammelt. Irgendjemand, der IT ein bisschen Ahnung hat, baut diesen Forum und dann fängt er an, damit zu arbeiten. Was bedeutet das? In dem Forum wird gepostet, hat jemand Lust, mir zu helfen, meine Küche zu bemalen? In dem Forum sagt jemand, ja, das könnte ich machen. Ich möchte gerne am Sonntag mit Hunden spazieren, aber allein ist es blöd, will jemand auch mit seinem Hund spazieren? Wird gemacht. Wir könnten zusammen auf einem Land gehen, es gibt ja Apfel, können wir das zusammen sammeln, okay, andere sich melden und so weiter. Das heißt, ihr seid für mich der erste Lokalforum, okay? Wenn ihr Geschichte machen wollt, dann seid doch der erste Lokalforum. Ist nicht schwierig, ihr habt 100 Jahre Zeit, das schafft ihr doch, okay? Aber jetzt anfangen wir mit dem Lokalforum, okay? Viel Spaß.